Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern zusammenarbeiten können. Das möchte die Volksinitiative vom 18. Mai. Straftäter, die sich an Kinder und Jugendliche vergreifen, dürfen nie mehr mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, sei es beruflich oder ehrenamtlich. Das kann zum Beispiel sein, wenn man in der Pfadi ist oder in einem Fußballverein. Das Verbot soll lebenslang gelten und absolut sein. Und genau über das Verbot diskutieren wir im heutigen Politbattle. Von der jungen SVP vom Kanton Solothurn ist Marco Cilio da, der Ja sagt zu der Initiative. Grüß dich, Marco. Guten Abend. Guten Abend. Und Nein sagt der Vizepräsident der Grünen Schweiz. So ist es richtig, der Luca Macci. Grüß dich, Luca. Hoi. Marco, wieso sagst du Ja zu der Initiative? Wer Kinder effektiv und langfristig schützen will, ist praktisch gezwungen, ein Ja turnen zu legen. Die Initiative ist das wirksamste Mittel, um Kinder zu schützen. Das ist das erste Statement von Marco Cilio. Wir werden jetzt zuerst für euch daheim zur Erklärung werden wir zuerst hören, seitens Ja und seitens Nein, dass ihr euch ein Bild machen könnt, was hier meine Gäste zu sagen haben. Jetzt werden wir natürlich noch die Seite Nein hören. Luca, wieso stimmst du Nein? Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe. Die meisten werden wir dann detailliert nachher in der Sendung besprechen. Einerseits die Initiative ist überflüssig. Am 1. Januar 2015 tritt ein neues Gesetz, ein revidiertes Gesetz in Kraft, wo Kinder und Personen, die besonders geschützt werden müssen, besser schützt. Deine Initiative ist unvollständig, respektive auch unbrauchbar. Es sind verschiedene Sachen, die eben das Gesetz, das jetzt in Kraft tritt, nicht enthalten in der Initiative. Und schlussendlich ist sie unverhältnismäßig. Sie tritt unseren Rechtsstaat mit Füßen. Und darum gilt es ganz klar, am 18. Mai Nein zu sagen. Wir haben es schon ein bisschen gehört, die drei aus, die Luca bereits jetzt erwähnt hat, die werden wir noch ein bisschen detaillierter miteinander anschauen. Zuerst werden wir aber etwas klären. Und zwar, Marco, erzähl uns, ab welcher Handlung wird man zum pädophilen Straftäter? Also, es ist klar, wenn eine erwachsene Person sich an einem Kind vergreift, das nicht urteilsfähig ist und gegen das Willen von dem entsprechenden Opfer oder Kind. Dort ist es automatisch, und das ist auch nach meiner Meinung nach der Menschenverstand, der gesund, dass man, wenn ein Kind etwas nicht will und urteilsfähig ist, dass man es unterlässt. Wenn man es nicht macht, dann ist man pädophil. Wir haben für euch daheim, jetzt habt ihr schon ganz viele Informationen bekommen, bevor das effektive Battle losgeht, noch ein Voting. Und zwar, wenn wir für euch wissen, seid ihr für oder gegen die pädophilen Initiative? Dann könnt ihr drei verschiedene Antworten ankreuzen. Ja, ich bin klar dafür, ja, ich bin klar dagegen oder ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Könnt jetzt voten und selbstverständlich könnt ihr auch chatten, wie das schon Patrick PD macht und so weiter. Michi 96 ist es, glaube ich. Genau, sind auch schon im Chat drin. Herzlich willkommen auch in innen. Und jetzt geht der Battle los. Wenn jemand 18 ist, Marco, und mit jemandem 6 hat, der 15 ist, sie haben Sex miteinander, wird er bestraft und das Leben lang. Ist das in deinen Augen fair? Schaut, es ist ja so. Die Initiative setzt Kinder im Mittelpunkt und eben nicht mehr der Erwachsene. Und das ist unser Ziel. Man tut immer diskutieren, als wäre der Erwachsene der Opfer in diesem ganzen Spiel. Was wir mit der Initiative ganz klar verneinen und sagen, das Kind, jedes Kind, ist das A und O unserer Gesellschaft. Und das muss verteidigt werden. Also ich will zuerst auf den Begriff Pädophilie gehen, wo Marco vorhin erwähnt hat. Das stimmt so nicht. Das ist ein Fantasiebegriff von ihm, seine Interpretation, wie er jetzt im Rechtsstaat den Begriff auslegt. Wenn man die Initiative liest, dann ist ganz klar, ein 20-Jähriger, der eine 15-jährige Freundin hat, wo es zu sexuellen Kontakt kommt, eingewilligt von beiden, und dann die Eltern dahinter kommen und dann vielleicht eine Anzeige machen, dann würde das schon unter die Initiative fallen. Die sogenannte Jugendliebe, da würde man also einen Jugendlichen zum Pädophilen abstempeln, man würde ihn das Leben lang bestrafen. Das ist unverhältnismäßig, das wollen wir nicht in der Schweiz, und darum lehnen wir die Initiative ab. Das ist genau und der Punkt. Zum Kinderschutz möchte ich gerne noch etwas sagen. Ja. Die Stiftung Kinderschutz Schweiz, das sind die Experten, wenn es um den Schutz von Kindern geht. Denen kann man nicht vorwerfen, dass dann das Wohl des Kindes nicht im Zentrum steht, dass es nicht A und so ist, so wie du das gesagt hast. Die lehnen die Initiative ab. Und das sind nicht irgendwelche SVP-Populisten, die sich da profilieren wollen, die ihr Gesicht im Fernsehen sehen zum attraktiven Thema. Das sind die Experten. Und die lehnen die Initiative ab. Und darum glaube ich, bin ich sicher auf der richtigen Seite.